Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play SimCity. Nenu? Ihre Inhalte zum Herunterladen sind bereit. Als Dankeschön für deine fortlaufende Unterstützung erhältst du jetzt Zugang zum exklusiven SimCity-Eröffnungsgedenkpark. Er befindet sich im klassisch Untermenü des Parkmenüs. Okay, das mag wohl an dem Patch liegen, den ich da gerade aufgespielt habe. Gut, okay, alles klar. Dann schauen wir da mal rein. Aber ich glaube, da wechseln wir lieber mal in die andere Stadt, weil es macht keinen Sinn, sich den hier zu kaufen, weil der kostet bestimmt auch einiges, oder? Schauen wir mal. SimCity 15.700 pro Stunde. Ja, nee, alles klar. Das wird dann wohl hier nichts. Auch das ist ja mal ganz nett hier. Aber jetzt müssen wir uns den kaufen. Den hätten sie uns auch schenken können. Naja. Okay, ich habe das auch schon vorher in den Patch Notes gelesen, die ich jetzt mal zufällig durchgelesen habe. Was ich sonst eigentlich nicht gemacht habe. Aber ich habe gedacht, ich gucke da doch mal rein, was da so für Neuerungen sind in dem Spiel. Und damit ich mir das auch genauer mal anschauen kann. Zum Beispiel, ich kann das ja mal vorlesen. Was gibt's denn da so? Ja, als erstes steht da zum Beispiel SimCity Denkmalpark. Als exklusiver neuer Patch. Nee, Park. Nur für unsere treuen Fans, die sich das Spiel sofort geholt haben. Okay, ich habe es mir auch sofort geholt. Das stimmt sogar. Sogar noch einen Tag vorm eigentlichen Erscheinungstag, weil da stand er schon bei uns hier in den Läden. Nur man konnte das Spiel leider nicht spielen. Da das erst am nächsten Tag freigeschaltet wurde. Na gut. So, was gibt's denn da noch so? Ach so. Machen wir eben hier auf Pause. Neue Region, Seeförden. Das interessiert uns jetzt ja noch nicht so wirklich. Neue Anzeige des aktuellen Servers in den Optionen. Okay. Detailliertere und weniger allgemeine Informationen in den Rollovers von Anlagen und zur Auswirkung von Parks oder Einkaufsmöglichkeiten auf die Zufriedenheit der Sims. Aha. Okay, das ist ja auch interessant. Dynamische Anpassung der Weltmarktpreise während des Spiels. Gut. Bestenlisten bei Veröffentlichungen verfügbar in den Regionen. Aha. Ist, glaube ich, auch nicht so interessant für uns. Aktivierung der Regionsfilter für alle SimCity-Server zur Suche nach offenen Spielen, nach Kartennamen, Baukastenmodus und verlassenen Städten. Okay. Regenwolken-Patch, Situationen, bei denen in manchen Städten die Regenwolken ausblieben und dadurch der Grundwasserspiegel sank. Okay. Spieler, bei denen das Problem vorlag, werden innerhalb eines Spieltags neue Wolken am Himmel sehen. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Feuer, verbesserte Reaktionszeit der Löschfahrzeuge durch schnellere Weitergabe des Signals an die Feuerwehrwache. Da bin ich ja mal gespannt. Also, das Problem habe ich ja selbst auch schon festgestellt, dass wir da öfter mal hier einen Brand hatten. Gerade in der letzten Session, da hatten wir hier einige Brände. Brennt jetzt eigentlich noch irgendwas hier? Nee, ne? Da hat ja wirklich einiges gebrannt und bis da mal eine Feuerwehr ausgerückt ist, das hat dann doch ziemlich lange gedauert und die sind auch nicht alle ausgerückt. Auftragsupdates, Abstimmung der Aufträge für die Metallzentrale und die allgemeine Hochschule, die bisher zu früh erschienen und dadurch schwierig zu erfüllen waren. Okay. Sie erscheinen jetzt in einem späteren Entwicklungsstadium der Stadt. Großprojekt Solaranlage. Reduziertes Brandrisiko beim Projekt. Achso, na, das haben wir ja sowieso noch nicht. Meldungen. Verbesserte Meldungen zu den Voraussetzungen fürs Freischalten von Umschlagplätzen, Casinos, Schmelzhütten und Ölraffinerien. Patch für flackernde Gebäude der unteren Einkommensschicht bei Nvidia-Grafikkarten. Okay, das habe ich jetzt nicht festgestellt. Da ich auch eine Nvidia-Grafikkarte hier drin habe in dem PC, aber ist mir bisher jetzt noch nicht aufgefallen. Patch für Situationen, in denen pendelnde Studenten nicht mehr aus Nachbarstädten zurückkehrten und in manchen Fällen aus der Stadt verschwanden. Okay. Gut. Also mit den Studenten hatten wir ja auch schon mal so ein paar Sachen. Feinabstimmung. Kleiner Rückgang der Zufriedenheit, wenn die Sims keinen Ort zum Einkaufen haben. Städte ohne Läden bekommen Beschwerden und spüren die Auswirkungen der Unzufriedenheit. Dadurch gewinnen die Gewerbegebiete an Bedeutung. Alles klar. Ja, das war's dann auch schon mit den Patch Notes. Mich hätte es ja
noch gefreut, wenn hier dieses Regionsübergreifende, wenn das weiter verbessert worden wäre. Ich mache mal eben die Musik ein bisschen leiser, die ist gerade ein bisschen laut auf meinen Kopfhörern. So, ja, das hätte mich auf jeden Fall gefreut, weil im Moment funktioniert das bei uns ja noch nicht ganz so gut. Mit unseren beiden anderen Stadtteilen zumindest. Dass die da hin und her pendeln und, also, die pendeln schon hin und her, aber weiß ich nicht, so wirklich läuft das da noch nicht. Ja, nur das habe ich ja noch nie gesehen hier, was denn das für ein Symbol? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bauen wir das Brandenburger Tor. 10.000? Achso, Belohnung. Ja, ich hätte jetzt später gerne anwählen können, aber die Frage ist ja, was das kostet. Das ist 550.000. Hochklassige Touristenattraktion. Ich würde sagen, das kommt erstmal nicht in Frage. Touristen am heutigen Tag, 13.000. Wir haben ja schon relativ viel. Und das sind allein wahrscheinlich nur die Casino-Besucher. Wirklich, Attraktionen haben wir hier ja gar nicht, ne? Oder hatten wir nicht mal irgendwie irgendwas gebaut hier oder so? Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Nee. Nee, okay. Wir wollten ja das Messegelände in Grünfels mit Westwall wollten wir das bauen. Und dann wieder auch das Brandenburger Tor, oder? Nee, die möchte den Eiffelturm haben. Ja, nee, ist klar. Der kostet ja wahrscheinlich dasselbe oder noch mehr. Da ist er. 550.000. Genau das gleiche wie die, wie das Brandenburger Tor. So. Oh, hier kommt was Großes hin. Was sehr Großes. Da bin ich auch mal gespannt. Aber immer noch Technikstufe 2. Das ist ein bisschen schwach im Moment noch. Bei 0%? Da bin ich ja mal echt gespannt. Mach ich mal einen Zeitraffer an. Achso, wir sollten mal eben überprüfen, was hier los ist überhaupt. Eben war auch die Polizei hier noch gelb markiert. Das scheint ja wieder in Ordnung zu sein jetzt. So, was hast du denn? Nanu? Komm, sag schon. Hallo. So, sagt er es jetzt mal. Mangel an Arbeitern. Die Schulen haben nicht genug Lehrer und Mitarbeiter für den Unterrichtsbetrieb. Weisen Sie Wohngebiete aus, um mehr Arbeiter anzulocken, oder verbinden Sie öffentliche Verkehrsmittel mit benachbarten Städten. Das haben wir doch schon gemacht. Haben wir echt nicht genug Leute hier? Können wir hier irgendwie die Dichte erhöhen? Achso, Scheibenkleister. Ich wollte schon wieder was anderes sagen, aber das wollen wir ja nicht so oft hier sagen. Ach, jetzt kommen die alle hier mit Attraktionen an. Nee, das ist im Moment ein bisschen fehl am Platze, aber wir müssen auf jeden Fall die Straßen abbauen. Auf die Straßen upgraden, so. Beziehungsweise ausbauen, wollte ich eigentlich sagen, so. Upgraden hört sich auch mal so blöd an, ey. Dieses Denglisch, weiß ich nicht. So. Dass man das nicht alle hier irgendwie upgraden kann. Upgraden, habe ich wie gesagt. Verbessern. Ausbauen, verbessern. Ich würde sagen, mittlere Dichte sollte erstmal reichen. Wir gucken gleich mal auf die Grundstückspreise. Würde mich mal interessieren, wie die hier sind. Alles erstmal auf mittlere Dichte hier kriegen. Ja, Geld haben wir alles locker sitzen. Das ist ja kein Problem. Solange jetzt nicht hier auch eine riesen Echse oder was weiß ich, ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch oder sowas kommt. So, achso, hier ist noch ein Feldweg, das ist natürlich. Die Straße, ja, hier, die wollen wir auch noch. Die möchte ich auch noch haben. Die auch noch. Gut, dass man das wenigstens so ein bisschen sieht. Ah, okay. Jetzt tut sich hier auch was. Da sollte unsere Einwohnerzahl ja gleich auch steigen. Ist das hier ein Wohngebäude? Das ist ein Wohngebäude, siehst du. Das ist ein Geschäftsgebäude. Das ist. Das sieht aus wie ein Wohn... Ne, jetzt auch. Hallo? Kann ich das nicht anwählen, oder? Hallo? Muss ich die Karte jetzt drehen, oder was? Ja.
Das ist auch Geschäft. Prozent, das würde ja was richtig Großes. Obwohl Industrie meistens eher flach ist, ne? Obwohl, vielleicht ist das auch eine große Fabrik, kann natürlich sein. Schauen wir mal. Ich finde das mal cool hier, wenn sich so eine Stadt komplett verändert. Vor allem hier sah das ja vor kurzem noch völlig anders aus. Die Leute produzieren schon wieder. Keine Müllabfuhr. Ach man. Also, eigentlich haben wir hier genug. Vor allem, wir haben hier die Wertstoffbehälter haben wir. Also wir haben Mülltrennung, wir haben eigentlich alles, was geht quasi. Und die können wir auch nicht weiter ausbauen. Und eine Verbrennung brauche ich auch lange noch. Also ich möchte eigentlich auch gar keine Verbrennung haben. Solange wir die nicht irgendwie weiterentwickelt haben. Die kann man ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob man die mit der Uni auch weiterentwickeln kann. Ich meine schon. Obwohl, dann müsste das da auch auftauchen, ne? Hier taucht das ja, glaube ich, auch auf. Ja, da tauchen diese komischen Windturbinen ja auch auf. Die entwickeln wir ja gerade. Ist auch schade, dass das jetzt nicht weiterläuft, da die Entwicklung. Die steht ja immer, wenn wir aus der Stadt raus sind. Normalerweise müsste die eigentlich weiterlaufen, aber das tut sie leider nicht. Müllwagen fahren mit dem Abfall in Grünfels West Gewinner ein. Ja, das freut mich zu hören. So, wir haben immer noch ein Bildungsproblem, keine Lehrer. Ja, wir haben ja auch einige Schulen jetzt. Wir haben ja jetzt noch das Gymnasium dazu gekriegt. Die Bildungsabteilung muss offen sein. Das haben die hier noch gar nicht mitgekriegt. Das ist natürlich blöd. Ich hoffe, das kommt hier gleich mal an. Ja, bitte. Wenn wir in dieser Stadt wirklich schlaue Sims möchten, sollten wir eine Universität bauen. Ich habe eine Universität, aber halt in der Region. Das ist doch in Ordnung, oder? Hochschulabsolventen bringen mehr Hightech in die lokale Industrie. Um unsere Facharbeiter wird uns die ganze Region beneiden. Ja, die sollen ja eigentlich in die andere Stadt gehen, aber... Nee. Ach, das ist doch blöd. Eine Uni muss doch nicht unbedingt hier direkt in der Stadt sein. Das reicht doch eigentlich, wenn die in der Region ist. Ach, manchmal verstehe ich das nicht so ganz. Aber wie schon gesagt, kann natürlich sein, dass wir hier wirklich alles in der Stadt brauchen. Und das... Stört mich im Moment noch ein bisschen, dass das nicht so ganz aufeinander abgestimmt ist. Das hätten sie mal in den Patch auch mit reinnehmen können. Ach nö. Mal sehen, 200 Grad. Ach was, ich drehe ihn einfach auf 400. Würde mich ja mal interessieren, welcher Herd überhaupt bis 400 Grad geht, also. Da kenne ich eigentlich keinen. Außer vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, nee. Irgendein Brennofen vielleicht oder so. Ja, die sind natürlich, die heizen natürlich noch mehr ein, aber 400 Grad für einen normalen Backofen, das wäre ein bisschen viel. Haben die alle ein Gesundheitsproblem jetzt auch noch, oder? Die sind alle nur krank, ne? Ich bin verletzt, ich brauche unbedingt einen Krankenwagen. Da kommt er schon. Können wir den auch, ja, können wir auch mal verfolgen hier. Ja, der wartet an der roten Ampel, oder was? Hallo? Das ist ja kein Wunder, dass das hier nichts... Bei den Fahrern, also... Oh, öffentliche Verkehrsmittel. Busdepot geschlossen, ohne Wasser... Wieso ist da kein Wasser? Hier gibt kein Wasser. Warum zeigt er mir das hier nicht an, dass wir Wasser... Leute, wieso kommt hier kein Wasser an? Jeder hat Wasser. Nur das Busdepot hat kein Wasser, oder was? Vor allem hier steht der Wasserturm auch noch mit am nächsten dran. Die haben auch kein Wasser? Wir haben vollen Überschuss. Kann doch nicht angehen.
Hallo? Kommt jetzt hier mal Wasser an oder was? Muss ich hier den Wasserturm direkt hinbauen oder? Das ist sehr geil, ey. Also die Logik verstehe ich manchmal auch nicht. Das ist wie mit dem Strom. Also manchmal, bis da alle Häuser mal mit Strom versorgt sind. Geht das jetzt hier mal? Ja, da geht das Wasser hin. Aber hier nicht, oder was? Das Krankenhaus hat kein Wasser. Wollt ihr mich denn veralbern hier, ey? Da muss doch mal Wasser ankommen. Das kann doch nicht angehen. Vor allem hier steht ein Wasserturm. Hier steht ein Wasserturm. Oben haben wir unsere Pumpstation. Wir haben 20. Wir haben jetzt mittlerweile 20.000 Liter Überschuss. 20.000 Liter. 20 Kiloliter, ja. 20.000 Liter. Wieso kommt das an den Einrichtungen, die wir am meisten brauchen, nicht an? Hier ist auch kein Wasser. Fehlende Kunden, achso, ja gut. Ein verlassenes Gebäude ist natürlich. Das ist sowieso ein Schandfleck hier. Wir haben mehrere verlassene Gebäude. Weiß ich gar nicht, ob wir da in Grünfels West überhaupt aufgeräumt haben, nachdem der große zu hohe Steuern. Nachdem Bob da war. Bob hieß er doch, ne? Bob, Godzilla, wie auch immer. Die Riesenechse. Die ist zum Glück nicht so viel Schaden, wie ich erst. Leider, wie ich erst gedacht hatte, verursacht hat. Okay, das Rathaus platt gemacht und so, aber die hätte ja auch mal eben unsere ganze Stadt platt machen können. Oder die Uni zum Beispiel. Das wäre eine richtig teure Angelegenheit gewesen. Vor allem, da haben wir ja schon ordentlich investiert mit unserem Forschungsprojekt und naja. Ein Glück ist sie da nur übers Rathaus in Anführungsstrichen gelaufen. Ein verlassenes Gebäude? Nee, ich wollte gerade sagen, ist das so nicht verlassen. Hier ist was Verlassenes. Okay, reißen wir das nochmal ab. Dann war es das aber, glaube ich, auch, ne? Na, das dauert immer ein bisschen. Ja. Nun gut. So. Jetzt müssen wir natürlich dem Wasserproblem weiter auf den Grund gehen. Warum kommt hier nichts an? Muss ich einmal schließen und wieder aufmachen, oder? Ey, Leute, was ist denn da los? Was ist das für ein Bug hier, verdammte Scheiße? Ich muss hier doch nicht anbauen, das ist doch Blödsinn.